Hi, ich bin Tobias und ich zeige euch, wie ich den alten Küchentisch von meiner Oma in neuem Glanz erstrahlen lasse. Nehmt euch die Zeit, um alles vorzubereiten. Ihr ärgert euch sonst später. Das gründliche Reinigen der Fläche gehört auch dazu. Nach meinem Mise en Place starte ich mit dem Blocker. Die Grundierung dient dazu, dass der Lack besser hält. Der Blocker ist aufgetragen und nun kann es mit dem Lack weitergehen. Die Farbwanne übrigens ist nachhaltig und man kann ganz praktisch den Pinsel hier ablegen. Was ein leuchtend intensiver Orangeton. Den Lack habe ich ca. 6 Stunden trocknen lassen, bevor ich die zweite Schicht aufgetragen habe. Hoppala, Farbnasen. Kurzerhand habe ich mich entschieden, diese leicht abzuschleifen und nochmals mit der Rolle drüber zu gehen. Die Farbe ist der Knaller und die Farbkarte hält, was sie verspricht. Der Tisch wird täglich genutzt, deswegen trage ich eine Versiegelung auf, um zusätzlich vor Stößen und Kratzern zu schützen. Herrlich, geschafft! Wenn das mal nicht Mut zur Farbe ist, Leute. Nach dem Motto, einfach streichen ist aus alt wieder neu entstanden. Oma freut's, die kennt die Farbe noch aus den 60ern und jetzt guten Appetit.